auf Achse. Die besten Gewässer Deutschlands. Nur bei Fisch und Fang. Heute die holsteinische Schweiz. Gewässer: Plöner See, Beeler See, Eutiner See. Urlaub, soweit das Auge reicht, lautet das Motto in der holsteinischen Schweiz. Mit über 72.000 Hektar, der größte Naturpark Schleswig-Holsteins, bietet die Region zwischen Kiel und Lübeck mit etwa 200 kleinen und großen Seen vor allem dem angelnden Urlauber ein reiches Betätigungsfeld. Auch Matthias Fuhrmann stattete der Region einen Besuch ab und nahm einige der Gewässer genauer unter die Lupe. Der erste und mit knapp 3000 Hektar auch der größte See der holsteinischen Schweiz ist der Plöner See. Zusammen mit Henry Michalski geht es für Matthias von Bossau aus auf den östlichen Bereich des Sees. Ja, liebe Sportsfreunde, ich begrüße euch auf dem großen Plöner See. Mein Name ist Henry Michalski. Ich mache unter anderem geführte Angeltouren hier auf dem großen Plöner See. Wir haben hier eine riesige Wasserfläche von ca. 29 Hektar zur Verfügung und überwiegend wird die Spinnfischerei betrieben, aber auch das Schleppfischen ist hochinteressant. Das ist einer der Universalköder für dieses Gewässer, der gute alte FZ. Gerade interessant ist es rot-grün, das Barschdekor wird hier sehr gerne genommen, weil der Hecht, einer seiner Brutfische, ist hier im Gewässer der Barsch, der sehr häufig vorkommt und hiermit imitiere ich ihn hervorragend und in meinen Augen ist es einer der universellsten Köder, die es überhaupt gibt und an für sich unabhängig. Alternativ haben wir natürlich den Copito. Wie ihr schon merkt, ist meine bevorzugte Farbe die Farbe Gelb. Sicherlich gibt es ja auch Varianten, je nach Lichteinfall können wir auch mit Weiß operieren. Das ist zum Beispiel ein Nasty Tail, der ab Oktober, November sehr gute Erfolge bringt, wobei wir das Schleppfischen nicht vernachlässigen dürfen. Und einer meiner Favoriten ist der große Mans. Auch wieder, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein Barschdekor. Entscheidend ist durch seine Lauftiefe, taucht sehr tief, geht bis zu 12 Meter runter, aber bringt immer wieder einen guten Fisch. Nicht nur der Hecht kommt hier in stattlicher Anzahl vor im Plöner See, sondern der zweite Hauptfisch ist der Barsch. Und wie ihr hier seht, haben wir eine ganz simple Montage. Und zwar ist es ein Zocker, 12 bis 14 Gramm, mit einer etwas längeren Mundstuhe und oben über einen kleinen Twister mit einem 1 Gramm Kopf. Und mit genau dieser Montage wollen es die beiden Angler heute auf Barsche probieren. Bereits nach kurzer Zeit scheinen Matthias und Henry einen aussichtsreichen Platz gefunden zu haben. Zahllose Möwen weisen ihnen den Weg. Die Aufregung steigt. Wir sind mittendrin. Ja, wir stehen momentan hier mitten in den Barschen rundherum. Ums Boot sind sie am Jagen und sie jagen die kleinen Stinte nach oben. Jetzt ist es nur daran, die richtige Wassertiefe zu finden, wo sie dann unseren Köder dann auch schnappen. Ich versuche das mal. Ja, Freunde, es hat geklappt. Sag ich mal, erster Wurf, gleich ein schöner Barsch. Kam da jede Menge hinterher, ne? Ja, und das kam eine ganze Pulk hinterher. Waren so 30 Barsche, die hinterhergekommen sind beim Hochziehen. Standen also Mittelwasser. Wir haben hier gute 15 Meter Wassertiefe. Und sie jagen im Freiwasser hinter den kleinen Stinten. So, kurz nach dem ersten Barsch kamen gleich die nächsten zwei, eine schöne Doublette. Und ja, das sind ja schon ordentliche Barsche, vor allem der untere, der auf dem Zocker von Henry, den handgebauten Zocker gebissen hat, den kann man ja schon vorzeigen. Haben übrigens nicht am Grund gebissen, sondern beim Durchleiern wieder direkt unter dem Möwenschwarm. Ja, da freut sich das Anglerherz. Sehr schön. Geht die Reihe. Ja, super. Danke, Henry. Schön wieder auf Weißhänger. Schöner Abend hier am Plöner See.
Wir haben fast den ganzen See für uns alleine. Genau, habe ich gerade schon gesagt, also ich bin echt beeindruckt. Wir haben immerhin Samstag und keiner ist da. Außer die Barsche. Ja, die Barsche beißen und keine anderen Angler. Das gibt's nicht. Auch wieder auf Zocker, war aber eine Doublette. Der Große wollte natürlich nicht mit. Komm her, du Bursche. Schließlich endet der erste Tag am Plöner See. Ein traumhafter Sonnenuntergang und zahlreiche gefangene Barsche machen dabei Lust auf mehr. Am nächsten Morgen sticht Matthias erneut in See, diesmal mit Udo Grössel, einem weiteren Kenner des Sees. Heute soll es auf Hecht gehen und so machen sich die beiden Angler mit Schleppgeschirr und Muskelkraft auf die Suche nach den Räubern. So, heute probieren wir mal die ASO-Methode auf dem Plöner See. Was ein bisschen schade ist, dass wir nur eine Rute pro Angler einsetzen können, aber muss das dann halt auch reichen. So, ich probiere es heute mal mit Planerboard und Kasteig dahinter. Schon bald hat Matthias den ersten Kontakt auf seine 30 cm lange Kasteigforelle. Ich habe hinterm Bord hochkommen sehen. So, er ist weg. Ah, schade. Ich mache das an der Oberfläche. Ich habe ihn auch schon gesehen an der Oberfläche. Nee. Ja, aber das ist ganz eindeutig. Eindeutig ein bisschen, ja. Weil die Haken sind raus. Und es ist leider etwas zu viel Wind. Und haben wir nicht so richtig mitgekriegt. Aber hier sieht man schön, war ein neuer Köder. Ja. Hier schön die Bissspuren drin. Ja. Ja, kann man leider nichts machen. Hier vorne auf dem Kopf auch voll drauf gebissen. Schade, hätte ich gerne gefangen jetzt. Sah nicht schlecht aus, war ein guter Fisch, der hinten hinterm Bord geschlagen hat und hat leider nicht richtig ausgelöst. Ja. Viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht, denn nun ist Udo an der Reihe. Er scheint etwas mehr Glück zu haben. So, hier hat man jetzt jede Menge Futterfisch. Schön genährter Fisch. Ja, Petri, Udo. Ja, danke. Udo scheint den richtigen Köder gefunden zu haben, denn auch der nächste Fisch geht auf das Konto des Wobblers. 2-1 für den Wobbler. Ich sag noch. Mit diesem schönen Hecht findet auch der zweite Tag auf dem Plöner See ein erfolgreiches Ende. Zwei Tage später ist Matthias erneut mit Udo unterwegs. Mit dem Ruderboot geht's hinauf auf den rund 270 Hektar großen Beeler See. Und wo man die Hechte dort suchen muss, ist schnell erklärt. Ich wollte mal ganz kurz zeigen, das ist so das schöne Laichkraut, wo wir im Frühjahr, kurz nach der Schonzeit, wenn die dicken Hechte noch auf den Bergen stehen, wenn man solches Kraut findet, ist das ein super Platz in der Regel. Und solange das Wasser noch nicht ganz so warm ist und das Kraut so richtig schön knackig grün ist, ist das genau das, was man finden muss, um große Hechte zu fangen. Also das ist das schöne Laichkraut und das sieht jetzt auch noch super schön aus, produziert ganz viel Sauerstoff. Und das ist genau das, was die dicken Hechte mögen. Doch nicht nur Hechte scheinen das Laichkraut als Deckung zu nutzen. Auf
Welchen Köder? Motor! Ich habe mich endlich breitschlagen lassen und doch, oh, das ist ein Zander, aber was für ein schöner Zander. Das ist ja ein Gerät. Das ist ein richtig schöner Zander. Das ist ein richtig dickes Ding. Okay, und er hat eben Freifasser-Ding genommen. Machen wir die Bremse ein bisschen auf. Na? Also im Bädersee gibt es auch schöne Zander. Wie man sieht. Okay, guck mal, jetzt kommt der. Der soll jetzt bitte nicht abgehen. Oh, lass ihn mal noch ein bisschen kämpfen. Was eine Maschine. Jo, den haben wir. Super. So, da haben wir noch mal den Zander im vollen Licht. Der ist reingeballert jetzt. Siehst du, da weißt du, wo die Zander sind. Ja. 85 cm lang ist der Zander. Kein schlechtes Ergebnis für den Kurzbesuch am Bädersee. Neben Hechten, Barschen und Zandern kommen in den Gewässern der holsteinischen Schweiz auch Aale vor. Besonders am Eutiner See lohnt es sich, die Schlängler gezielt zu beangeln. Kennt man die richtigen Stellen, dann hat man hier sogar am Tag gute Chancen auf den einen oder anderen Fisch. Einer, der den Eutiner See bereits seit seiner Jugend kennt, ist Uwe Dittmann. Der Daiwer Kormoran-Teamangler hat sein Boot direkt über der Scharkante verankert und setzt beim Aalangeln auf eine einfache Laufposenmontage. Ein aufliegendes Blei, 10 cm drüber, Seitenarm, dem Haken. Und die Auftriebsperlen, die Uwe nicht mehr fürs Meeresangeln brauchte, die hat er als Pose verwendet. Als Köder kommen Tau- und Mistwürmer zum Einsatz, die knapp über Grund angeboten werden. Lange warten muss Uwe auf den ersten Biss nicht. Schnur genommen, der Gruppe. Na? Ja. Super, Uwe. Klasse. Ich würde ja gerne einen Meter zurückgehen, aber das Boot zu Ende. Mensch, Uwe. Du Pete, Uwe. Ja, vielen Dank. Kaum ist der Aal versorgt, wechselt Uwe die Stelle. Eine gute Entscheidung, denn den ersten Biss verzeichnet Uwe noch beim Ausloten der genauen Tiefe. Hast du aus der Hand? Ja. Uwe fängt sie aus der Hand. Das ist Lot, mit Lotblei oder ohne? Ja, nee, also Grundangel hier. Ich bin voll im Gegenlicht. Ich glaube, das wird der nächste Brassen hier, oder? Nee. Nol, was Nol? Oh, geh von meiner Schnur weg. Meine Zischel. So, das war der zweite. Der Platzwechsel macht sich auch in den nächsten Stunden bezahlt. Nach einigen Fehlbissen hat Uwe erneut den gewünschten Zielfisch am Haken. Jo, und weg ist er. So klein ist er da gar nicht. Ja, das ist ein schöner Aal hier für den Eutiner See. 400 Gramm. Schönes Ding. Wollen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir mal einen richtig dicken. Auch wenn sich dieser Wunsch nicht mehr erfüllen sollte, so sind die beiden Angler dennoch hoch zufrieden. Ein erfolgreicher Vormittag auf Aal geht zu Ende und bildet für Matthias den perfekten Schlusspunkt seiner Reise in die holsteinische Schweiz. Ja, das Ergebnis, 3 schöne Aale, die wir mitgenommen haben. Ja, die werden wir räuchern und die werden bestimmt lecker sein.